sind Lanz Koch hier zur späten Stunde im ZDF. Unsere Gäste hier freuen sich und sie wissen auch warum. Denn heute kochen wir ein Überraschungsmenü. Ich habe Alfons Schubeck schon angedroht, möglicherweise ist kein Ingwer dabei. Keiner von den Herrschaften weiß, was heute in seinem Warenkorb steckt. Und dennoch werden sie es wahrscheinlich hinkriegen, richtig ordentlich zu kochen. Vielleicht. Das werden wir jetzt überprüfen und begrüßen sehr, sehr herzlich Alfons Schubeck. Wir begrüßen Horst Lichter, Nelson Müller, Steffen Lenzler und Johann Laffer. Ja, das machen wir. Aber richtig. Ja. Was ist das? Ja, Moped angepackt. Ja. Herzlichen Moin, Moin, Moin. Ja. Das ist schon wieder gesagt, ne? Ja. 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 Servus. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, nicht. Hallo. Nicht gucken. Sag mal, erstmal. Hast du extra heute Handschuhe angezogen? Ja, ich bin heute ein bisschen feiner unterwegs. Ja. Du bist so ein Hobby-Gynäkologe, so siehst du aus. Ja, ich bin ja anerkannter, ja. Nee, ich wollte einfach gucken, ob am Motorrad alle Zylinder funktionieren. Dann hab mir den Auspuff geschnappt und sie funktionieren alle. Ja, super. Ja. Das sieht aber böse aus, du. Ja, sieht da drunter klasse aus, weißt du? Ja, aber das ist doch so ein Bläschen. Und mit den Handschuhen fühle ich mich aber schon ein bisschen feminin, weißt du? Ich muss schon, ja, eben es in der steht Masse. Hier. Also es steht hier. Oder finden Sie nicht, also meine Damen und Herren? Ja, ne? Es steht hier absolut. Ja. So, wir haben ja heute eine echte Herausforderung für euch vorbereitet. Wer mag das gerne, Überraschungsmenü kochen? Du? Ich finde das super, weil dann, ich weiß ja sowieso nie vorher, was nachher rauskommt. Ja. Insofern alles wie immer. Ist bei mir wie immer. Ja. Alfons mag es, glaube ich, nicht. Ich weiß auch nicht, ob da Ingwer dabei ist, Alfons. Ja, ich ihn an. Ich habe mich schwer dafür eingesetzt, aber garantieren kann ich es nicht. Das Geheimnis lüften? Nein, du lüftest noch gar nichts. Johann kocht gerne nach Überraschung, oder? Ich bin jetzt, glaube ich, von Anfang an dabei. Ich habe das noch nie gehabt in der Sendung. Zum ersten Mal Premiere heute. Ist das wahr? Steffen auch. Ja, Steffen, du hast noch nie? Du hast noch nie Überraschung für mich gekocht? Ich war noch bei keiner Sendung mit Überraschungskochen. Ich bin sehr gespannt, aber das mache ich. Das habe ich jetzt anders in Erinnerung. Nein, ich war noch nie dabei. Das ist ja großartig. Und heute auch noch auf seiner Lieblingsposition. Wie abgesprochen, ne? Zur Not gehe ich was kaufen zwischendurch. Ja. So, also, pass auf. Wir fangen an und zwar am besten direkt hier vorne. Deckt mal ab. Ich sage euch, was da drunter ist. Also, einer nach dem anderen. Zunächst mal der Herr Schubeck. Und denkt dran, ihr müsst eurem Gericht bitte auch einen Namen geben. Für Herrn Schubeck hätten wir also Tomaten, Schalotten, Bärlauch, Portwein. Sagt man das so in Bayern? Portwein, ja. Portwein, ein Portwein. Sesam, Jumbo Scampis, Mangold, Zitronengras, Honig, Cracker und Laugenbrezel. Ja. Na toll. Ja. Ja, das läuft. Ja? Du bist begeistert? Ja. Pass auf, noch eine weitere wichtige Regel, ja? Es werden keine Zutaten untereinander ausgetauscht. Das ist auch wichtig, ja? Weil sonst kommt man ja am Ende, ja, immer dazu, dass man alles hat. Johann, was kostest du ja, da gerade? Ich muss wissen, was ich für Zeug habe überhaupt. Ja, das wäre wichtig. Ja. Und es wäre natürlich auch wichtig, möglichst alles zu verkochen, was wir hier also am Start am Haus kommen. Also es ist kein Eierlikör. Pass auf. Ja, aber lecker. Ja, ich sag dir zunächst mal, was du da hast. Du hast Ziegenfrischkäse, Zucchini und Tomaten, Schalotten, Lorbeerblätter, Basilikum, Apfelsaft und Kirschsaft, Schnittlauch, Parmaschinken, Limetten und Reispuffer. Ja, da bin ich ja schon fertig. Ja. Kannst du damit was anfangen? Ja klar, das kann man so wie es ist schon eigentlich servieren. Ja. Ja, also ein wunderbarer Salat mit ein bisschen was Gemüse, Schinken dabei, Tomaten, Ziegenkäse und den Rest trinkst du. Ja, so ein bisschen lecker. Ein bisschen italienisch und auch so ein bisschen asiatisch hier. Ja. Reispuffer. Ich habe aber noch jede Menge Kräuter. Genau. So, dann schauen wir uns mal Nelson an. Nelson Müller, den wir sehr herzlich begrüßen. Längere Zeit nicht hier gewesen. Schön, dass du da bist, Nelson. Ja, der Mann. Heute zugange ist mit... Moment. Hast du immer schon zwei Ohrringe? Ich hatte immer schon zwei. Also ich kenne nur einen. Echt jetzt? Ja. Nee, letztes Mal hatte ich schon zwei. Also ich mache das immer sendeweise. Also nach jeder Sendung kommt ein Ohrring. Ja. Sehr gut. Wenn es heute misslingt, musst du einen abgeben. Ja, genau. So, also Kabeljaufilets, Oregano. Petersilie, Bauchspeck, Limetten, ja. Calvados, Mohn. Ja, das ist, finde ich, auch ganz toll. Super Zutat. Das soll einen Hauptgang geben, ja?
Ja, ja. Und du darfst nicht mit Johann tauschen. Brennnessel? Mhm. Da fällt dir aber was ein, oder? Brennnessel. Ein Tee vielleicht für hinterher? Ja, warum nicht? Vielleicht für den... Aber guck mal hier, ich habe noch was bekommen. Das stand oben drauf. Und da muss ich ehrlich sagen, die, die das Körbchen gemacht haben, mögen mich. Mach ab. Schichtnougat. So, das solltest du eigentlich verkochen. Ne? Ananas, Blattspinat. Ja, ja. Gut, das geht schon mal. Und dann schauen wir uns an, was Steffen Hensler heute vor sich liegen hat. Oh, das gefällt mir. Das ist der von Alexander Herrmann liebevoll genannte Kaltfischaufschneider hat heute Rehrücken. Das ist ja mal eine Ansage. Ja, schön roh serviert. Ja, geht was. Rehrücken, Lorbeerblätter, das passt. Ja, das passt. Wacholder, passt auch. Datteln und Vanilleschoten. Kannst du beim Schubeck nachfragen, was mit der Vanille zu machen wäre. Blaubeersirup, Rotwein, Schalotten, Möhren, Toastbrot und Petersilie. Dann sagen Sie mal was. Ja, das kommt, ja. Da kommt nicht viel. Ist schwierig. Ja, übrigens, das, was da hinten so an Gewürzen und so weiter steht, das könnt ihr natürlich auch dann alle benutzen. Ne? Ist Problem. Klar. Alles Steffen, klar. Wir sind gespannt. Ja, vor allen Dingen natürlich von deiner Seite. Wir haben allerdings schon öfter gesehen, dass du dich eigentlich in erster Linie mit Fisch beschäftigst, auch sehr gut mit Fleisch umgehen kann. Oh. Und mit so einem zarten Reh ganz besonders. Da freuen wir uns drauf. So, und dann begrüßen wir Johann Lafer, der heute Dessert macht. Eine Premiere. Johann, du hast einen Ruf zu verlieren, ne? Ich meine... Kein Problem. Ziehst du durch, ne? Zieh ich jetzt durch. Ja. Zutaten für ein Dessert. Fragen, Johann. Pass auf. Nougat, Backpulver, Vanilleschoten, Frischkäse, Mascarpone, Rotwein, Blutorangen und Feigen, Puderzucker, Erdbeer und Aprikosenmarmelade, Eierlikör. Horst. Ja, ich komme. Ja, eben. Sag mal, können wir das schon mal wegnehmen hier? Wer hat den Schwachsinn zusammengestellt? Also ich war es nicht. Das also sind nur Wünsche, die ich mir gewünscht habe. Nein, ich frage mich vor allen Dingen auch... Nougat, Eierlikör. Frischkäse und Backpulver. Feigen, das geht ja noch alles, aber was ich mit dem Backpulver machen soll... Ja, das ist sehr gut, wenn du Flecken im Hemd hast. Kannst du wunderbar einlegen. Okay. Aber so ein kleines Eierlikörchen. Würde ich schon gerne haben. Hättest du gerne, ich wusste das. Würde schon gerne haben. Haben wir irgendwo ein Gläschen für den Herrn Lichter? Lecker. Gläser haben wir hier vorne irgendwo. Würden Sie vielleicht Lust haben auf ein Piccolöchen, meine Damen und Herren? Ja? Gut. Wo haben wir denn ein Gläschen? Nehmen wir das hier, ja, genau. So, möglichst alles benutzen. Ja. Eierlikör gerne auch intravenös. Genau, so, stopp. So, reicht? Ja, weil jetzt kommt ein bisschen Kirschsaft da oben rein. So. Das geht zusammen? Ja, klar geht das zusammen. Das will ich jetzt auch probieren. Kieber, muss ja alles benutzt werden. Du auch, Nelson? Ich trinke alles. Ja. Johann, brauchst du dann Eierlikör oder können wir den so schon mal verarbeiten? So. Johann? Du kannst einen Teil davon nehmen, aber den Rest brauche ich. Okay, einen Teil braucht er. Du auch, also, ja? Ich bin, schon, ich bin dabei. Ich hätte auch gerne einen. Also, Alfons, was mit dir? So, mach da auch noch mal ein bisschen Kirschwasser rein. Ja. Alfons, du auch ein bisschen Eierlikör? Na ja. Gleich mal, als seelischen Schock hier. Alfons auch ein bisschen Eierlikör. So, was jetzt noch richtig lecker wäre, da ein paar Eiswürfelchen gecrasht rein. Ja. Ein bisschen Abrieb von rein? Der Zitrone. Ja, Steffen, du auch Eierlikörchen? Ja. Nein, danke. Nein, und du, Johann, Eierlikörchen? Oh, ja. Eierlikör mit Fanta. Später. Okay. Das hat das so, ich weiß nicht, kriegst du das Ding hier wieder zurück? Nicht meine Zeit. Ich bin sehr gespannt. Aber ich sage dir. Ihr wisst, ihr müsst euch auch einen Namen überlegen, ne, für das Getränk. Nelson, bitte, lass dir schmecken. Ja. Alfons, schau mal hier. Ein Eierlikörchen für dich. Horst. Ja. Dann mal Prost, ne? Na, dann mal Prost. Meine Herren. Herrschaften. Auf Cheers. Leben auf das Publikum. Genau. Und ja. Auf das Überraschungsmenü. Ja, lecker. Mhm. Das ja, geht mal vor. Ein bisschen gecrashtes Eis. Geht gut zusammen, ja. Herrlich. Mhm. Mhm. Lecker. So, Alfons. Dann fangen wir doch mal vorne an. Hast du schon eine Idee, was aus deinem Essen werden könnte, wenn es also mal groß ist? Ich habe jetzt hier mal
ein bisschen was von dem Mangold blanchiert. Ja. Was mache ich? Ich habe Mangold, ich habe Brezen, ich habe Tomaten und habe diese Riesen-Jumbos. Also normalerweise machst du jetzt, ich könnte jetzt machen einen Salat. Mhm. So einen lauwarmen Mangoldsalat mit Tomate. Ja. Und diese Brezen, die habe ich jetzt in Scheiben geschnitten. Die werde ich ein bisschen anrösten in brauner Butter. Mhm. Damit sie sowieso Chips sind. Also kennst du den italienischen Brotsalat? Oh ja. So ein bisschen, aber nicht ganz so. Und dann dieses Campi, brauche ich halt im Ganzen. Löse ich jetzt aus. Wir sind das für riesen, also das sind riesen Viecher, Jumbo. Wo kommen die denn her, sag mal? Na ja, gut. Die haben vielleicht viel Backpulver erwischt. Oder so. Ja. Na ja, und die braten wir so ein bisschen ab. Johann, du bist doch so ein Asien-Experte, Johann. Wo kommen denn diese Riesenjumbos her hier? Diese Riesengarnelen hier? Wo die herkommen? Ja, so was Großes habe ich auch noch nicht gesehen. Die kommen, oh, die gibt es noch viel größer. Noch größer? Das sind Black Tiger Browns, sind das übrigens hier. Ach, die, okay. Die kommen aus der Provinz Togo in Südafrika, in Afrika. In Westafrika. Wie, Moment. Wie, Moment, aus Togo oder wie? Ja. Das ist das Land neben Ghana. Übrigens. Ich weiß, das ist da, wo du quasi herkommst. Ja. Da schwebeln sie alle. Ja, Togo ist ja ein sehr schönes Land, ne? Kleines Land, ne? Ist ein kleines Ghana Land. Ist ja relativ groß. Ja, relativ. Auf jeden Fall. Togo ist ja für afrikanische Verhältnisse nicht. Genau. Ist es klein, aber. Hast du noch Verbindungen nach Hause? Deine Ecke ist ja Ghana, ne? Meine Ecke ist Ghana und meine Eltern leben in London mittlerweile. Okay. Ich bin ja mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich habe ein Jahr noch in Ghana gelebt und kann mich nicht mehr so Ghana viel erinnern. Ghana ist Accra, ne? Hauptstadt? Accra? Nee. Ist Accra die Hauptstadt? Ich meine, oder? Ich meine, dass Accra die Hauptstadt von Ghana ist. Wie war das, Mailand oder Madrid? Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Hauptsache ja. Ghana, genau. Ja. Nee, also ich bin halt Dakar oder Accra, Hauptsache Togo. Ja, genau. Ja. Nee, also ich habe schon noch Verbindungen. Im Restaurant komme ich auch mit Okra oder mit Ghana-Mango zum Beispiel. Und es gibt auch super Ananas aus Ghana, ja. Die jetzt nicht. Und so ein bisschen natürlich schon, man beschäftigt sich ja auch damit, aber sonst bin ich halt auch, ich bin Kosmopolit. Ja. Absolut, Afrika ist auch ein faszinierender Kontinent. Warst du mal in Afrika, Alfons? Ne? Ich war viel in Afrika, ja. Alfons, du mal in Afrika gewesen? Ich war nur in Nordafrika, Südafrika noch nicht. Weil gewürztechnisch. Genau. Höchst spannend, ja. Mhm. Na gut, also auf jeden Fall, Nelson, wir wissen ja alle, dass du ein sehr begabter Hobby-Rapper bist. Ich werde nachher von allen verlangen, mir einen sehr präzisen Namen ihres Gerichtes zu nennen. Von dir möchte ich den Namen gerne gerappt. Echt jetzt? Ja, unbedingt, oder? Die wollen das auch? Ja, die wollen das auch. Da bin ich mir ganz sicher. Unbedingt. Lass dir Zeit, ja. Überleg dir was Schönes. So, Alfons. Also, ein bisschen an Black, wie heißt die? Black Tiger. Ja, ja. Black Tiger Prawns. Black Tiger Prawns, da haben wir jetzt ein Bärlauch. Das werden wir dann ein bisschen mischen, dann mache ich so einen Lauch. Also ich könnte jetzt so eine Art Spinat machen von diesem Bärlauch auch. Ja. Oder ich kann es auch als Salat machen oder als Gemüse machen. Schauen wir mal. Aber du bist ein bisschen Zitronengras. Verzweifelt. Nein, ich bin nicht verzweifelt. Doch? Na. Doch. Na. Ich sehe es dir an, ich habe dich selten so gesehen. Na, Geschmack. Okay, doch. Nein, Zwiebel haben wir auch. Ja, dann schon diese Frage, weißt du, du schaust mich so fragend an. Weißt du, und ich lese ein großes Fragezeichen in deinem Gesicht. Könnte ich einen Salat machen? Nein, ich überlege mir es noch, weil ich mag so lauwarm. Lauwarm. Lass mich schauen, was man da noch. Aber hast du schon eine Idee, oder? Kann man schon was mit anfangen? Ich schmeck's mir jetzt ein bisschen an da. Das mit dem Brot stelle ich mir schwer vor. Warum? Ja, wie kriegst du das da gut rein? Also ist ja kein einfach neutrales Brot. Das stecke ich dann so rein. Und den Cracker, also wenn ich jetzt so kleine, wenn ich jetzt in diese Dip-Richtung gehen würde, dann würde ich da noch ein bisschen was von diesem lauwarmen Gemüse drauf geben, vielleicht also eine Scheibe von diesem Tiger Brown, ein bisschen Kirschtomate, zack, nimmst du im Mund, klick weg. Okay. Oder wir richten es auf den Teller an. Okay. Also wir sind sehr gespannt. Ich auch. Alfons the Schubeck, meine Damen und Herren. So, Horst. Ja. Bei dir sieht es ja auch ganz gut aus hier, ne? Bei mir sieht es toll aus. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe wunderschöne Zutaten bekommen. Ja. Und ich habe vor allen Dingen was entdeckt. Na, jetzt kommt. Ich weiß ja nicht, ob die Butter für alle war, aber die stand da hinten. Da kann schon mal gar nichts mehr schief gehen. Das wird auf jeden Fall lecker. Ja, also, ja, hast du recht. Ja. Nein, ich habe jetzt so eine Zucchini, habe ich schön in Streifen geschnitten. Ja. Da hast du kleine Spaghetti draus gemacht. Eine Schalotte, die natürlich auch dabei war, schon mal angeschwitzt. Jetzt habe ich ein bisschen Senf dazu getan, kommt noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Daraus machen wir lecker. Sößchen. Tomatenmark erinnert mich, hast du mir mal eine schöne Geschichte erzählt, wie du die Farbe des Tomatenmarks veränderst.
Die Farbe des Tomatenmark spielt ja eine Rolle, wobei, bei der Gurkensuppe, oder? Bei der Gurkensuppe, genau. Die wird dann irgendwann mal rosafarben, so gesund bekommt die eine wunderschöne Farbe hin. Und Tomatenmark, da müsste eigentlich Alfons wissen, ist sehr, sehr gesund für uns Männer. Und zwar für die Prostata, das stimmt tatsächlich. Ne? Johann? Am meisten Alfons. Ja. Am meisten Lekopin hat die. Ganz genau. Tomatenmark. Ich finde ja, dass auf jeder Herrentoilette so ein Automat hängen sollte. Mit Tomatenmark. Schlimm, ne? Es wird immer schlimmer. Ja. Was hat denn einer wie du grundsätzlich zu Hause? Wir reden ja über Überraschungsmenüs. Ja. Was hat denn so einer wie du zu Hause im Kühlschrank? Ja, ich bin gleich wieder da, ja. Außer Schicht-Nougat. Wer hat die Sahne genommen? Hier war Sahne. Die Sahne, na, die hat der Johann wahrscheinlich, oder? Johann, hast du die Sahne abgestaubt? Ich schon in meinem Eis. Ja. Komplett? Du warst zu langsam. Ja. Ist sie komplett bei dir im Eis? Ist komplett ja, weg. Selbstverständlich. Ja. Ehrlich? Ja, klar. Ja, es gibt aber auch keine neue. Sack. Ja. So, ja gut, dann müssen wir... Apropos Sack, sag mal, was du alles zu Hause im Kühlschrank hast, wenn du so normal zu Hause kochst. Also ich habe immer Butter, ich habe immer Eier da. Mhm. Nein, Eier, weil mit Eiern kannst du so viel machen, das wird immer lecker irgendwie. Mhm. Das funktioniert. Was habe ich noch zu Hause? Ich habe immer Brot zu Hause, auch Brot eingefroren, weil es gibt so ein wahnsinnig leckeres Brot, da gehe ich mir holen, so ein großes, rundes Bauernbrot. Außen schwarz gebacken und innen drin so schöne große Luftlöcher drin. Mhm. Wenn das sofort Schock einfrostest, kannst du immer so kleine Stücke rausholen. Und schmeckt kurz im Backofen, ist so lecker. Ja. Ja? Dann habe ich immer Schinken, Salami zu Hause. Welchen Schinken isst du? Einen schönen luftgetrockneten, so einen Schwarzwälder Schinken mag ich sehr gerne. Muss nicht immer einer sein aus irgendeiner, du weißt schon, was ich meine, ne? Teuren aus Gegend, wo man den nicht bezahlen kann. Ja. Ja, der ist zwar super geil, aber der ist halt sehr, sehr teuer auch. Ja, ja, und ansonsten immer ein paar Päckchen Nudeln. Ja. Ja, Mehl haben wir immer zu Hause. Ja. Ja. Ansonsten immer gute Laune. Ja. Ja. Und du kochst viel zu Hause, oder? Ich zu Hause, privat? Ja. Nein, nie. Nee, ne? Nein, wirklich, ganz Mario ehrlich Kotaska nie. War Nein. neulich hier, der sagte, er kocht viel. Und auf die Frage, oh, das überrascht mich jetzt, oder auf die Bemerkung, ja. sagte er, wieso das denn, ist doch normal. Nee. Die meisten von euch, glaube ich, kochen zu Hause eher wenig, oder? Nelson? Wann denn? Ja. Was hast du zu Hause? Tiefkühlpizza oder was? Ja, ganz, was ich halt echt gut finde, ist zu Hause so einen Mix zu machen aus so Fertigprodukten und dann so ein paar frische Sachen dazu. Es geht halt schnell. Man kann zur Not auch mal eine Frau mit beeindrucken. Also, ja, ja. Ja, ich habe es jahrelang mit Tomate Mozzarella versucht, verzweifelt. Ja, das ist auch nicht los. Ne? Ja, nee. Nee, also wirklich. Ich habe im Grunde die kompletten 80er Jahre durch Tomate Mozzarella gegessen. Zum Beispiel einen Hühnernudeltopf, sehr, sehr, sehr schön, finde ich. Und da halt frisches Gemüse noch reinschneiden und noch ein Würstchen extra und noch eine Hühnerbrust oder so. Und dann geht das auch. Mit den Frauen oder mit dem Essen? Ja, mit beidem. Ah, verstehe. Aber Frauen finden es gut, oder? Wenn da ein Mann ist, der gut kochen kann. Ja klar, zum Beispiel gerade, also beispielsweise beim Hühnernudeltopf. Das Gemüse da drin sieht jetzt nicht ganz so appetitlich aus. Wenn du jetzt noch wirklich frischen Lauch reinschneidest oder Petersilie und vielleicht noch eine Gamba dazu brätst, dann ist das halt schon echt schön. Nee, das verstehe ich. Aber warum teilweise dann Fertigprodukte? Du könntest doch einfach sagen... Nee, ganz ehrlich, man hat einfach sehr, sehr wenig Zeit als Koch. Der hat sich jetzt doch noch Sahne organisiert. Hast du das gesehen? Wer hat dir die Sahne gegeben? Ich habe mir den Rest bei Johann geklaut. Ja. Wenn immer auch hier hinten ein Spinat wäscht, irgendwie ist das Waschbecken übergegangen. Ja? Oh, ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Eine kleine Überschwemmung zwischendurch, aber macht nichts. Ach du meine Güte. Ja. Ach du meine Güte. Warte mal. Wessen Spinat war das? Man weiß es nicht so genau. Warte mal. Das sieht nicht gut aus. Nelson, also du könntest doch einfach so eine Hühnerbrühe, kannst du doch auch... TK-Spinat. So eine Hühnerbrühe, Nelson, kannst du doch einfach zu Hause mal im Schrank haben, oder nicht? Ja, eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich könnte ich mir auch so ein richtig schönes Mise en Place zu Hause anlegen, aber... Okay, das hat keinen Sinn. Frag mal, wer das macht. Ne? Das ganze Ding kommt hier raus. Unsere Spüle. Also wenn ihr da bitte kein Wasser mehr anmacht heute, dann wäre ich euch ganz dankbar. Gar nichts mehr? Nee. Also noch eine zweite, ne? Ist irgendwie schwierig heute. So, Steffen. Ja, bitte. Wie sieht's bei dir aus? Rehrücken. Ja. Reh ist im Ofen. Das Reh ist im Ofen? Na, das Reh ist hier. Im Ofen. Ja, die Hälfte, ne? Ach so. Ja, die andere Hälfte gehört nach Hause. Ja. Ist ja meins, ist ja mein Korb. Hast du einen Zugang zu... Was? Pass auf mich. Ja, klar. Wie garst du das jetzt? Angebraten, so mit zerstoßenem Lorbeer. Nicht Lorbeer, Wacholder. Wacholder. Dass du ein bisschen riech mal dran, dass du ein bisschen
Was übrig bleibt davon, ne? Gut. Und jetzt gut. Über 90 Grad, so ganz entspannt, lange Welle, leichtes Garn, dass er jetzt schön zart rosa ist beim Ausschneiden. Eine lange Welle. Lange Welle. Lange Welle, sehr schön. Was, nee, machst du denn dazu? Was machst du denn dazu? Ich lasse aber ein, geil. ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Datteln, mache ich so eine Rotwein-Dattelsoße. Hier, ne? Zuckerkaramell, Schalotten drauf, ja. Die gehackten Datteln, dann ordentlich Rotwein. Das schön jetzt runter reduzieren lassen. Aber wenn das Zeug im Hals so brennt wie im Auge, dann wird es gefährlich. Nee, das verkocht jetzt ja alles. Also. So. Das wird richtig runter reduziert, dann wird eine Soße draus gemacht. Karotten gleich kochen und dann machen wir so Vichy-Karotten mit so ein bisschen Zucker, auch so ganz leicht süß. Und hier so ein paar, hier habe ich so eingelegte Pfifferlinge, die zwar ziemlich übel schmecken, muss ich sagen. Aber wir werden da so kleine Coutons dran machen. Das brennt. Ja. Wenn da so kleine Kudons mit untermischen, das kommt so übers Reh rüber, wie so ein kleines Pfifferlingsbrot geröstet. An der Stelle vermissen wir Alexander Herrmann, oder? Wegen Krösten, oder? Wegen Groudons. Groudons, ja. Nee, also das kommt so rüber, Karotten dazu. Man hätte auch einen Knödel machen können, aber wir wollen ja nicht übertreiben. Ne? Wir wollen nicht übertreiben. Ja, ja. Beim Stichwort Knödel muss ich immer an Johann denken. Das wird jetzt ganz lange so bleiben. Hat jemand Weißwein hier? Johann, der versuchte Knödel zu formen. Hat jemand Weißwein für Nelson? Schwitzkin Weißwein? Ja. Gibt es da sowas nicht? Ja, Weißwein, nein. Also wenn das hier nicht dabei ist, vielleicht hier. Könnte ich dann Nelson, schau mal hier. Haben ist hier was dabei? Nelson, hier? Nee, ich kann Weißwein. Könnte dir Apfelsaft geben. So. Bin ein halbes Jahr wartet. Na. Wird schwierig. Ja. Warum brauchst du denn Weißwein? Für Süßchen. Für trinken. Aber ohne Weißwein ist nicht zu machen, oder was? Ja, ich guck mal. Was ist das denn? Dankeschön, mein Schatz. Ich hab noch ein bisschen Rotwein. Das ist Weinbrand. Weinbrand geht nicht? Ja. Geht nicht? Nee. Vermisch ihn doch mit Wasser. Ja. Danke. Alter Trinkertipp. Ja. Also, ich weiß, wann brauchst du schon mal hier. Ja, wunderbar. Wow, danke schön. Kriegen wir ein bisschen was geliefert. Wir wollen ja nicht so sein. So. Johann, ich schaue mir noch mal die Zutaten von Johann an. Als da wären Nougat, Backpulver, Vanilleschote, Frischkäse, Mascarpone, Rotwein, Blutorange, Feigen, Puderzucker, Erdbeer, Aprikosenmarmelade, Eierlikör. Kriegst das alles verbraten? Und du siehst, ich habe alles schon verarbeitet. Alles weg. Ein Wahnsinn. Alles leer. Ein Wahnsinn. Schau mal, Johann. Stimmt es? So, ich suche gerade das richtige Zitat. Horst, ja? Hör mal genau zu. Weißt du, was Johann Lafer neulich in einem Interview gesagt hat? Nein. Er sagte, Zitat, ein schönes Essen ist immer etwas Erotisches. Das stimmt. Deswegen liest er mir nachts auch immer aus Rezeptbüchern vor. Hast du Zucker? Ja. Zucker brauchst du? Zucker, warte mal, hier, Horst, hier. Nee, Salz. Lass. Zucker, ich brauch Zucker. Lass. Zucker ist ein Grundnahrungsmittel, brauchen wir. Hier, Puderzucker, Horst? Ja, auch schön. Und das dürfte Puderzucker sein, ich bin mir nicht sicher. Oder ist das Backpulver, warte. Backpulver. Ist Backpulver. Oh. Ah. Mmh. Hat denn keiner Zucker? Ja, einer muss doch Zucker haben. Hier muss doch irgendwo Zucker sein. Schau mal hier, Horst. Ja, hier was dabei? Da ist Zucker. Horst, hier ist Zucker. Hier ist Zucker. Ich komme. Johann, was machst du denn da? Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also ich mache jetzt hier ein Zucker. Ein Tiramisu, getränkt mit dem Eierlikör, die Biskuit aus der Creme. Die Creme ist mit Aprikosenmarmelade, dann mit Mascarpone. Und so weiter und so fort, was alles reinkommt. Die Sachen, die hier waren, Zucker. Und jetzt da mache ich da oben drauf so eine Haube aus dem Baiser. Das wird jetzt zerbröckeln, wird dann dick, so richtig schön. So eine dicke Haube drauf gemacht, siehst du hier so. Also da, selbst so ein fieses Baiser kann man hier so verarbeiten? Ja. Und dazu gibt's was passiert denn mit dem Baiser, wenn du das jetzt reinpackst in den Ofen? Das kommt nicht in den Ofen. Also kommt nicht in den Ofen, achso, ich hatte da schon. Wird jetzt kaltgestellt. Kaltgestellt. Ich hab gedacht, das wird angebraten. Ja, was weiß ich denn? Hier ist ja ein Überraschungsmenü. Ja, genau. Ich never know. Und dazu gibt es schön glasierte in Rotwein mit Vanille und der roten Marmelade glasierte halbe Feigen. Okay. Oben drauf. Gut. Und dazu gibt es aus dem Frischkäse, aus dem Nougat, aus der Sahne, aus den Eiern, aus der Milch
ein Frischkäse-Nougat-Eis. Wow, wow. Das sieht gut aus. Ja, das hier drin schon, das Eis ist hier drin schon unterwegs, ne? Sehr gut. So. Für dich ist das doch heute ein Fest hier, oder? Du bist wirklich gerne auf der... Ich bin wahnsinnig gerne... auf der Dessertposition unterwegs, ja, ne? Und ich mache auch gerne so Überraschungsessen. Ja? Ja. Was hat denn Johann Lafer zu Hause im Kühlschrank? Oh. Immer. Also, ich würde sagen, das Übliche, was wahrscheinlich jeder hat. Käse. Butter. Schinken, Butter, Joghurt. Johann Lafer-Fond. Ja, auf jeden Fall. Ganz normale Dinge wie jeder sonst auch. Und kochst du viel zu Hause privat? Also wenn ich da bin, auf jeden Fall kochen wir gemeinsam. Weil die Kinder wollen wirklich mit dem Vater zusammen auch kochen. Was kochst du dann? Also wenn du für deine Kinder kochst, was gibt's dann da? Also zum Beispiel jetzt gibt's demnächst, wie immer bei der Jahreszeit, vieles, was gegrillt wird. In der Küche vorbereiten, zum Beispiel Hähnchen auf der Bierdose. Kennst du? Nein. Hähnchen auf der Bierdose oder aus der Bierdose? Eine Bierdose mit Alufolie einpacken, vorher aufmachen und dann ein Hähnchen draufstecken und dann auf den Grill stellen. Schmeckt super lecker. Ja. Warum schmeckt das super lecker? Weil das Bier verdampft und das Hähnchen wird schön saftig. Ach, die Dose ist voll. Ja, was weiß ich denn, mein Gott. Kannten Sie sowas? Ne, sehr gut. Guck mal, Johann, keiner kennt das außer dir. Zu Weihnachten. Pass auf, Johann, es läuft gleich wieder über, Mensch. Ich muss gleich wieder den Installateur. Aber zu Weihnachten macht Johann ein wunderschöne Pute auf dem Fass. Da muss man. Herrlich. Guck mal, Johann, und ist es wirklich so? Das hast du nämlich in diesem Interview auch erzählt. Du hast erzählt, du glaubst wirklich, dass gutes Essen das Liebesleben beeinflussen kann. Zumindest sagen wir das an manche Menschen. Manche Frauen sagen dir das. Hast du gesagt? Ja. Alfons, beeinflusst dein gutes Essen dein Liebesleben auch oder ist das nur ein Gerücht? Was peitscht auf? Ist es wahr, dass gutes Essen das Liebesleben beeinflussen kann? Ja, aber das gute Essen alleine nützt dir nichts. Alfons, wie hast du sie denn immer rumgekriegt in den frühen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts? Nachdem dass ich jetzt in der Jugend des Alters bin, habe ich es vergessen. Ja. Ich bin übrigens jetzt fertig. Ja, aber gibt es ein Essen, von dem du sagst, ganz leicht und da kann man richtig Eindruck schinden? Einfach so als kleiner Tipp für jüngere Menschen, die gerade auch vielleicht zuschauen. Den Augenblick nützen, manchmal brauchst du gar nichts mehr zum Essen. Ja, gut. Du wirst immer mehr zum Philosophen, stelle ich fest. Ja. Horst, bist du schon fertig? Ich bin fertig. Gut, jetzt weiß ich gar nicht, ob das gut ist oder nicht. Guck mal hier, wie schön. Guck mal da. Ist das nicht herrlich? Und alles habe ich gebraucht. So, jetzt sei mal ganz, also jetzt mal ohne also, Scheiß. Es riecht phänomenal. Optisch ist da doch eine Eins. Optisch ganz weit vorne. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich ja auch an andere optische Highlights von dir. Lachs mit Toast. Sehr schön war das. Oder auch Kartoffelchips mit Leberwurst. Oder ganz toll, darf man nicht vergessen, haben wir eben noch in der Garderobe drüber gesprochen. Ich habe ja auch mal das flacheste Soufflé im deutschen Fernsehen gemacht. Ich war stolz wie Oscar und ruf Johann rüber. Ich sage, Johann, jetzt guck dir mal ein Soufflé an. Ich habe Angst, dass der Backofen nicht reicht. Ja. Ja, bis Johann den Backofen aufmachte. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben was so schnell so klein werden sehen. Ja. So, also das wäre dann auch für die Küchenschlacht. Was war das? Backpulver, oder? Nee, ich hatte kein Backpulver. Ich hatte die Zeit vergessen und den Backofen falsch eingestellt. Anstatt auf Umluft, auf Unter-Ober-Hitze. Ja. Kein Zeitgefühl und er sah wunderschön aus. Er war oben braun durch die Oberhitze, ja. Ging so hoch, sah wunderschön aus. Aber es war halt zu flott, das ist immer so. Wenn du plötzlich Spaß hast, ist er doch schnell vorbei. Ja. So, gut. Herrlich. So, pass auf. Bevor wir, Horst. Horst, pass auf, bevor wir probieren, ja. Kommt bitte mal alle zusammen.
denn das erste Überraschungsgericht ist fertig. Und wir würden zunächst mal gerne hören, Horst, wie heißt denn das, was du uns da gekocht hast? Ja, das ist für mich das Schwierigste, weil ich ja nicht so von Adel bin. Aber ich habe mir was überlegt. Ich hoffe, ihr müsst das nur mitschreiben, weil da kriege ich nie wieder so hin. Es ist ein Reis-Schinken-Saltimbocca. Reis-Schinken-Saltimbocca? Ja. Ja. An einem Zucchini-Spaghetti in einer Käse-Rahmsoße mit Tomaten-Concassé. Und dann gibt es als Beilage dazu eine wunderbare Cherry-Tomate in einer... Die Jus war das andere. Also. Ja. Hier kommt die Cherry-Tomate an einem wunderbaren glasierten Kirschapfelsaft Jus. Den Rap sollte ich machen. Den Rap sollte ich machen. Ja. Lenzi, komm mal her, kosten. Nimm da mal weg, hier so. Albers, mal schnell probieren. Johann, Steffen. Eins brauchen wir ja schön für Soll ich für dich Karotten weiterstellen hier? Dann nehmen wir die zwei mal hier für uns. Das geht schnell dann nicht mehr. Ja, das ist wahr. Johann, sofort. Komm, Jungs, Johann schaut sehr zufrieden, du. Ja. Auch leicht. Ich bin jetzt fertig. Ihr müsst keine Angst haben, wir haben Magenbitter hier. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Also Reiskräcker und... Ja, das, das wissen wir selber nicht mehr. Ein Reissaltimbocca und da vorne habe ich hier, das ist halt hier das Gedöns. Da kann man auch davon probieren. Ja, dann alleine, ich würde davon was beitun. Ich habe das eben in Kombination probiert. Alfons, komm mal probieren. I am here. Solange ich mich noch mag. Ich habe den Besteck hingelegt. Ja, und? Hast du auch mal die Tomate probiert? Guck mal, die Tomate! Ja, da bist du ganz vorne. Ja, glaube. Das ist das mit Abstand Beste, was man aus diesen Zutaten machen konnte. Ja. Ja. Ich meine, aus dem Reiskräcker was zu machen, ist echt, also... Johann, bist du immer noch... Du hast das Wort Überraschung sehr ernst genommen. Ja. Johann. Johann, bist du immer noch der Meinung, dass Essen auch was Erotisches hat? Ja, es gibt ja auch mal so Abende, wo du denkst, schade. Ja. Das würde man dann servieren, wenn man nichts von dir will. Danke. Du musst ja mal so überlegen. Es gibt ja auch so Dinge, wo das schön verpackt ist. Ne? Boah. Also ich muss sagen, schön angerichtet. Passt. Ja. Also jetzt ohne Scheiß, mir schmeckt das hier sehr lecker. Ich bin froh, dass der Arbeit zu meinem Rezept passt. Na komm, Johann, also jetzt mal ohne Quatsch, das ist lecker hier. Das ist sehr gut, ja. So. Das ist sehr lecker. Ja, lecker. So. Die Tomaten habt ihr überhaupt nicht probiert. Jetzt aber schnell. Ich hab sie probiert, ja. Die Tomate. Was haben wir hier nochmal? Und Nelson, was sagst du? Ja, die Tomate war super. Ja. Danke. Bitte, Nelson, mit dir kann man arbeiten. Ja, weiß ich. Ist okay, Mensch. Aber diese Nudeln, da ist ein bisschen Käse drin. Die haben auch so eine sämige Konsistenz. So ja, was würde ich denn machen, wenn ihr mir hier Ziegenkäse hinstellt? Wie soll ich den dazu bringen, dass der nachher nach Kuh schmeckt? Ist ja auch schwierig, oder? Ja. Herrlich. Das ist dann ja eine ganz tolle Aufgabe. Alfons, wie findest du denn? Naja, bei ihm. Ist nicht so schlecht, finde ich. Also die Nudeln sind gut. Ich finde, ein bisschen viel Käse. Ich hab das Markt, nein, muss ich wirklich sagen, was willst du jetzt aus dem machen? Ja? Ja, ja, schwierig. Und da du ein kreativer Bursche bist, hast du das Maximum für dich rausgeholt. Ja. Weil ich aber sehr schön finde. Ja. Nimm davon. Und das ist für Küchenschlag. Ja. Schau dir diese Gesichter an. Ja, voller Spannung. Normalerweise freuen sich unsere Küchenschlaggewinner immer sehr auf das, was jetzt kommt. Heute bemerke ich zum ersten Mal so einen leisen Zweifel. Ja. Wir begrüßen Sie sehr, sehr herzlich. Judith Kepplinger und Axel Finkelnburg, herzlich willkommen. Und ich gehe. Wollt euch nur zugerufen haben, egal was jetzt passiert, es kommt noch ein zweiter und auch ein dritter Gang. Ja? Also irgendwas wird schon gehen. Horst, bitteschön, walte deines Amtes. Dankeschön. Wobei man immer sagen muss, damit wo man anfängt, das kann ja dann auch, man weiß es nicht. Ne? Ja. So. Ich glaube, Alfons ist auch bald soweit, ne? Ja.
Du liegst da auch hier in den letzten Zügen. Es sieht auf jeden Fall nicht so schlimm wird. Nein. Respekt, optisch fein aus. So, aber es ist alles zweimal drauf. Und jetzt sag mal ganz ehrlich, ein Reiswäffelchen mit Schinken umwickelt. Ja. Dazu die Nudelchen mit dem Käse und dann die Dinger, also ein Träumchen. Ich war ja sehr lange Radio-Koch. Also meine Tochter ist das ja auch immer, ne? Die ist 3 Jahre alt, die kriegt immer diese Reiswaffeln. Also, die kenne ich. Das siehst du. Geht doch. Ja, ess mal, ne? Wir gucken alle zu. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ihr könnt doch die Hände nehmen. Ich fange mir eine Tomate. Nehmen wir so ein Tomätchen, ja. Ja. Lecker, ne? Ist eine Tomate. Ja, aber nur, hallo, jetzt Alter, pass auf, also ein Söschen ist so ein Träumchen. Ja, das stimmt. Ne? Ich wollte dir seelischen Beistand leisten, weil wenn du die hier vor den Herrschaften so aufbaust, weißt du, dann trauen die sich natürlich nicht wirklich zu sagen. Ich habe schon alles unter die Serviette geschoben. Ja. Diese Reiswaffel ist zäh. Die Reiswaffel, ja, die habe ich ja Gott sei Dank fertig bekommen. Ja. Die hat mich falsch eingekauft. Ja. Mhm. Guck mal, sie ist nur eine halbe Sherry-Tomate. Ja. Ich wusste gar nicht, ob man die teilen kann bei diesem Kleinen. Ja. Das ist aber für mich ein Phänomen. Junge Frauen haben ja mittlerweile das Essen weitestgehend einfach eingestellt. Stimmt. Das sind Knochenmobile. Also, ja. Man könnte auch sagen, Prinzip. Ja, Prinzip. Ja, ist er. Ja, es war. Es war. Was denn? Mein Sohn hat ja auch mal so ein lebendes Röntgenbild mit nach Hause. Ja. Ich distanziere mich ausdrücklich von diesen frauenfeindlichen, menschenverachtenden Äußerungen. Also das geht nicht hier. Ja, die Reiswaffel geht nicht. Ja. Was willst du damit machen? Es ist auch im Salz ziemlich stark. Also war die Reiswaffel? Nein, der Schinken, der Parmaschinken. Auch den habe ich nicht selber gemacht. Okay. Ja. Okay. Man hätte vielleicht ein bisschen Zucker drüber tun können. Vielleicht die Kuh weniger. Das ist ja in der Tomate. Du sollst vielleicht mal alles gemeinsam probieren. Okay. So, mit dem kannst du nicht arbeiten. Nee, tausch die aus. Herrlich. So. So, jetzt freuen wir uns doch auf den nächsten Gang. Alfons, du bist soweit, oder? Ja, ist okay. Du wirkst aber nicht sehr glücklich. Ja, ist okay. Bin happy. Von euch hat gar keine Steffen, Eier Johann. Jo. Nelson. Jo. Wie essen wir das? Mit Gabel oder mit Löffel? Oder? Ist wurscht, ne? Ein Gäbelchen, oder? Ja, vielleicht besser. Komm. Die Handschuhe. Sieht schon cool aus. Dieser Handschuh ist super. So. Danke dir. Hau mal rein, Haus, komm. So. Gut, also mit den Gambas muss man sagen, da warst du ja schon ganz weit vorne. Pass auf, hast du die Zutaten noch im Kopf? Ja, ja. Ich habe jetzt nur mal den Mangold, den Bärlauch. Und habe so eine Art Mangold-Bärlauch-Spinat gemacht. Mhm. Hab den ein bisschen abgeschmeckt mit ein bisschen Vanille, mit Ingwer und mit Knoblauch. Hab diese Kirschtomaten dazu geschwenkt, ein bisschen Zitronengras. Hab dann diese Brezen genommen, hab sie in Scheiben geschnitten, hab sie ein bisschen in brauner Butter angeröstet, hab so Chips draus gemacht und hier meine kleinen die Crackers, da habe ich mir gedacht, magst du mal auf Cracker so zum Reinbeißen, zack, zack und weg ist. Das ist für unsere Küchenschlachtgewinner. Ja. Und dann habe ich eine Soße gemacht aus Honig und aus Sesam. Ein bisschen Zitronensaft reingeben und auf den Spinat habe ich noch ein bisschen Zitrone und ein bisschen Zitronenabrieb genommen. Mhm. Okay, Horst, du hast schon probiert. Johann, schau mal hier. Gabel. Wie gesagt, was willst du da sagen? Das ist nun mal lecker, ne? Was willst du meckern? Nelson? Mhm. Sehr schön der Curry, ne? Die Brezel gebacken ist sehr lecker. Sehr, sehr schön. Ja, ich muss mal die Tomate probieren. Mach mal. Also die Tomate kann sich beinahe mithalten. Ja. Sehr tomatisch. Ja. Sehr tomatisch. Ein Cracker. Wobei ich schon sagen muss, na du. Was ist das nochmal? Also ich glaube, Alfons hatte schon einige Frauen in seinem Leben. Ja. Lecker. Echt gut. Mhm. Aber zu stark einkochen ist auch nichts. Wenn die Frau. Weil dann überdosierst du. Ich weiß nicht, wo das in der Sendung hingeht. Mittlerweile habe ich schon so einen ganz fiesen Ruf und jetzt geht das bei euch auch so los. Du bei Lava nicht der Lecker, meinst du? Sehr gut. Kannst du das nicht bei mir auch mal sagen? Aber komm, der Alfons hat einfach hier den abgeschnitten. Ja klar, weil aus den Köpfen kocht man ja noch eine Bouillabaisse.
Weil Alfons hätte da draußen nämlich eine Vorspeise, einen sehr schönen Zwischengang gemacht und einen Hauptgang. Und jetzt ganz ohne Quatsch, mit den Crackern hätte er noch ein Dessert gezaubert und gesagt, leck mich der Söck. Johann, wie findest du es denn? Gut, Johann. Gut, sehr gut, sehr gut. Also. Na? Okay. Sehr gut. Ist fein. Ja. Sehr gut. Die Kombination super. Geht gut zusammen, oder? Ja. Steffen? Man hätte es Salat gemacht, genau. Aber der Mangold neigt immer leicht bitter zu sein. Das müsst ihr besser, wenn du ein bisschen anblanchierst. Kommt ja fast wie so ein Salat rüber, wenn du laufen. Ah, ja. So, super, so ein schönes Frühlings. Wenn du mit Olivenöl machst, toll, ja. ein bisschen braune Butter genommen. Olivenöl kommt ja wunderbar. Ein bisschen Zitrone. Hast du wieder deine Würzmischung in der Tasche gehabt? Oder? Ein bisschen. Ja, ja. Obwohl, ist ein bisschen welchen Namen Kugel geben wir denn dem Kind? Ja, das ist ein gebratene, was auch immer, King Browns, Brown Tigers auf einem Mango-Bärlauchspinat mit Kirschtomaten und ein bisschen Zitronengras. Mhm. Also, der Name verspricht weniger, als das Essen am Ende hält, weil das Essen ist wirklich toll. Wirklich, Kompliment. Du, ich pfeife auf Namen auf der Speisekarte, wenn man da noch schlecht ist. Das ist super, das ist wirklich gut. Sag mal, die Soße, die du da hast. Ja, das war nur ein bisschen. Was ist das? Da habe ich diese King Browns oder diese Brown Tigers angebraten, habe es rausgenommen, habe es ein bisschen abgelöscht mit ein bisschen Brühe, einen Honig dazugegeben, ein bisschen Sesam und zum Schluss ein bisschen Curry reingegeben. Aus. Spritzer Zitronensaft, das war's. Perfekt. Und dann bindet der Honig ein bisschen diese Soße, lass es ein bisschen so cremig einreduzieren und dann hast du eine wunderbare. Ist okay, gell? Das ist so ein herrlicher Satz aus Monaco Franze. So eine Sauce, die bindet. Ja, die bringt's. Die, ja, bringt's. Die bindet. Die bindet. Ja, herrlich. So. Oh. Oh. Ja. Ha? Ja. Nelson ist auch, glaube ich, annähernd soweit, oder? Okay. Aber das, was Steffen Hensler hier macht, der sich ja sonst üblicherweise mit Fisch beschäftigt, das sieht auch gut aus, doch. Ja, ne? Ha? Ich werde nach dieser Sendung ein Steakhouse aufmachen. Ja. Lieber nicht. Lieber nicht. Hallo? Nein. Ich finde, du machst so guten Fisch. Mach das mal mit dem Fisch weiter. Das stimmt. Guten Appetit. Wenn es euch schmeckt, zeigt es. Und wie schmeckt es denn? Gut? Sie haben aber schon gut gesagt, bevor Sie runtergeschluckt haben. Das habe ich genau gesehen. Das ist schon der zweite Bissen. Ah, okay. Nee, aber es ist fein, ne? Ja. Schauen Sie mal, was der Herr Hensler hier vorne schneidet. Was machst du da gerade, Steffen? Was ist das? Das sind die Pfifferlinge, die ich vorher angebraten habe, getrockneten. Ja. Und Croutons, Petersilie, Salz, Pfeffer. Und jetzt hacke ich das wirklich fein, das wird übers Reh rübergestreut, ein bisschen was. Verstehe. Das ist aber eine romantische Vorstellung, Pfifferlinge über das Reh zu streuen. Ja, ist es auch so. Schön. Also, das passt alles gut zusammen, ja? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist, könnte hinhauen. So, und die Karotten hast du wie gemacht? Karotten einfach blanchiert, dann so abgerubbelt. Karamellisiert so ein bisschen? Nee, noch gar nicht, weil es ist genug Zucker. Die Soße ist schon sehr süß, deswegen jetzt hier mit Lorbeer. Vielleicht kommt noch ein bisschen Chili ran, gemahlen, okay. Dass du eine minimale Schärfe hast. Vielleicht eine Prise Zucker zum Ausgleich, mal gucken. Und einfach Karotten, das Reh drauf, so eine leichte Rotwein. Was war das, Blaubeersaft? Ja, ja, ich schau mal. Genau, dieser süße Saft auf jeden Fall. Genau. Ja, der süße Saft, ja. Warte, das war. Ja, das wollen wir uns da genau anschauen, was das war. Pass auf, was war es denn? Meine Herren. Es war Blaubeersirup. Blaubeersirup, ja. Genau. Und genau, noch die Soße aus Rum, Rotwein reduziert. Mhm. Und dann oben drüber diese Brösel aufs Reh. Wo hast du die Dattel hast du in der Soße verarbeitet? Verarbeitet. Weil du kriegst durch die Dattel, die siehst du ja hier. Okay, deswegen brauchst du dann auch keinen Zucker mehr, ja? Nee, du siehst ja hier auch, die sind ziemlich schmierig, aber die binden auch ganz gut. Da kriegst du eine gute Bindung rein, ohne abzuziehen. Okay. Deswegen passt das ganz gut. Das sieht gut aus, oder? Ja, ich glaube auch. Glück gehabt, Glück gehabt. Hallo. Meine mit den Zutaten meine ich jetzt. Nein, die war unglaublich schwer. Ja. Unglaublich schwer. Unglaublich schwer. Johann kämpft mit was? Ich habe gesagt, ich verwende alle Zutaten. Jetzt habe ich mir noch so einen Backteig gemacht mit Backpulver und mache gerade so kleine Beignets von Orangenschale. Das ist ja sensationell. Kann man dann so essen, ja? Schau, hier sind, da ist eins. Darf ich mal? Ja, da kommt noch Puderzucker drauf. Mit Orangenschale und. Orangenschale, Bio-Orangenschale, einfach mit so einem Backteig umhüllt und jetzt ausgebacken. Dann als Beigabe zum Dessert. Gut. Noch Zucker dazu. Na doch. So die. Das wahre Vergnügen kommt so im zweiten Moment dann.
Aber es glüht ja noch mal jetzt hinterher. Na, man muss das mögen. Jetzt muss man was probieren. Ja, jetzt kommt's. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Eis aus Frischkäse gemacht. Aus Frischkäse? Ja, ja, ja. Ja, wirklich, ohne Witz. Hier. Ohne Rezept, aus der Hand. Einfach probieren. Ich könnte so tun, als würde es nicht schmecken, aber es wäre sehr unfair. Es ist super, sensationell. Das schmeckt aber kein Frischkäse, schmeckst du daraus, Johann. Wie hast du das gemacht? Den habe ich verteilt ins Publikum und den Rest habe ich genommen. Nee, sag mal, wie hast du das zusammengesetzt? Nougat, Sahne, Eigelb, Eier, Frischkäse. Aber wenig Frischkäse, oder? Alles, was da war, alles, komplett. Das ist ja Wahnsinn. Das schmeckt toll, ne? Alfons? Super. Nicht schlecht, ja, ja. Er ist ein Großmeister der Patisserie. So. Ja, komm mal her. Ja. Was denn? Was denn? Komm mal hier hin. Jetzt haben wir die Soße noch mal probieren. Jetzt ganz fair. Komm mal hier so, die Soße, Horstsoße. Und dann seid einfach mal fair sein. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Ich hab dir vorhin schon gesagt. Nein, das ist super. Ist das schon lecker dazu. Nein, und jetzt probieren wir es so. Seien wir ganz ehrlich, das ist wirklich gut. Wie, Moment, also die Idee... Mit dem Löffel. Ja, komm, können wir so machen. Die Idee ist einfach zu sagen, die Cracker rein in die Soße. Die du ja mit dem Parmaschinken. Mit dem Schinken, ja, weil die Dinger ja da nichts schmecken. Ja, eben, genau. Das so dazugeben. Die schmecken ja da nichts, die Reisdinger hier. Ist richtig gut. Super. So, ja, die Soße ist richtig gut. Und ich habe jetzt da noch mal ein paar Tomaten gemacht. Jetzt suche ich mir mal zwei Herrschaften, die kompetent sind. Ja, das ist sehr gut, Horst. Ja. Ja, das ist ja, aber das war ja deine große Schwierigkeit. Ne? Was machst du mit diesen Reiskräckern? Ja, die blöden Reiskräcker. Ja. Mhm. Wow. Sensationell. Ja, warte mal, Alter. Also wenn ich mal so sagen darf, du siehst aus, als hättest du Ahnung vom Essen. So, hier kriegst du schon mal ein Gäbelchen. So, und die Dame hier nehmen wir. Ja, weil dein Mann gesagt hat, sie kennt's. So. Johann Steffen, kommt mal kurz rüber. Gleich mal direkt probieren her. Jetzt ist noch nicht ganz fertig, ne? Ja gut, aber du brauchst doch die Creme de la Croppe hier oben dazu. Ne, die, deine Creme. Ach so, ja, fertig, ja. Das ist mein Cousin hier, ne? Horst, ja. Also, das war echt die große Herausforderung, was mit diesen hier Reispuffern machen. Aber so ist es perfekt. Ja, so ist lecker, ja. Hätte man die auch noch mal anbraten können? Ich habe gesagt, schau dir die Soße noch mal an. Und dann war die Soße richtig gut. Dann haben wir gesagt, die müssen wir halt in Würfel brechen und dann rein. Ja. Und das ist wirklich gut. Das muss man schon sagen. Sehr gut, sehr gut. So, also ist eine Erkenntnis dieses heutigen Abends, dass man im Grunde aus fast alles noch was machen kann. Wir freuen uns jetzt auf das Essen von Nelson Müller. Der hatte Kabeljaufilets, Oregano, Petersilie, Bauchspeck, Limetten, Calvados, Mohn, Brennnessel, Ananas und Blattspinat. Wo ist der Mohn? In der Soße. Okay. Gute Ausrede. Sieht aus wie Vanille, ist aber Mohn. Ja, richtig. Okay, ich verstehe. Hier, raus. Sieht aber sehr schön aus. Das war lecker, die mit der Reiskräcker und Süßchen. Also Nelson, da geht einiges. Sieht sehr schön aus. Steffen, schau mal hier. Ich danke Ihnen. Johann, komm, hast du eine Minute schnell? Ja. So. Gut. Steffen, was sagst du? Wie bitte? Was ist was? Ja, Kabeljau in der Speckhaut gebraten auf Spinat, Brennnesselgemüse. Mit sortierter Ananas und Mohnschaum. Und gerappt klingt das dann wie? Das ist ein bisschen Spinat. Ich hoffe, dass du ihn magst. Mit ein bisschen Kabeljau für deine Frau. Und du siehst gut aus und das sieht gut aus. Und es schmeckt euch vielleicht, yeah. Horst, kannst du die Antwort auch rappen, Horst, oder? Nee, du, Alter, ich habe irgendwann beschlossen, dass ich mich aus den Dingen raushalte, ja, ich weiß. Die ich wirklich überhaupt nicht kann. Ja. Dann, ja, jetzt nicht hier wegen Kochen, jetzt seid ruhig hier. Ja, aber hallo. Nee, aber singen geht gar nicht. Ich habe noch nicht mal eine Note aus Versehen getroffen. Gut, was sagst du, Horst? Also ich finde es A, eben schon von der Optik her, einfach wunderschön. Sehr schön, ja, finde ich auch. Ich mag mittlerweile auch so Schäumchen am Teller, vor allen Dingen, das schmeckt sogar.
Also ist sehr lecker, ist einfach toll. Finde ich auch gut, super. Ja, ist toll. Dann noch die Ananas. Alfons, was sagst du? Mal probieren. Ja. Ziel erreicht. Ja. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Schmeckt richtig gut. Wobei die Aufgabe für ihn jetzt durch die Ananas echt schwer geworden ist. Nee. Nein, nein, nein. Findest du nicht? Fisch nee, und Ananas macht so. Ja gerade ganz so ja? Muss man zusammen ja. mal probieren? Ja. Also muss das im Ganzen ja, soll ich dir irgendwie helfen, das kaputt zu machen? Nee, ich bin fertig. Weißt du, was halt gut passt? Die Soße mit der Ananas und deinem Brennnesselspinat. Mhm. Das ist richtig gut. Das ist saugut, was er wenn der Fisch, hat. Das geht vom Fisch aus, der ist klar gebraten hier. Ja. Da fällt dir gar nichts, wenn du da hinschaust. Ja. Das ist perfekt. Ja. Fisch ist perfekt ist gebraten super, ja. hier. Super, super. Und das ist in sich stimmig. Johann, hast du probiert? Ja. Und? Also. Es ist ja so, wenn man die ganzen Zutaten erstmal hört, denkt man, was machst du mit Mohn und mit Ananas und Fisch und so weiter? Speck. Aber es ist einfach in sich wunderbar in der Abstimmung, das passt. Das Einzige, was ich sagen würde, ist vielleicht ein bisschen, aber da kann ich nichts dafür, die Ananas ist relativ sauer. Ja, eben. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, wir haben dir echt schwere Aufgabe gestellt, weil die Ananas haut die so viel Säure da rein, ja, ja, klar. Dass es den Fisch im Grunde tötet, wenn er nicht schon tot wäre. Ja. Die Saison ist halt noch nicht, hat noch nicht angefangen, die Ananas-Saison. Ne? Aber toll, toll gemacht. Steffen, hast du probiert? Ja, super. Schön gelöst, dass der auch mit der Ananas, was eigentlich schwierig ist, beim Hauptgang unterzukriegen. Mhm. Ist gut ansortiert mit dem Spinat, auch mit der Brennnessel. Sauber. Ja, finde ich auch. Respekt. Respekt. Der kann kochen, der junge Mann. Gell? Wie ist das im Augenblick eigentlich letzten? Hast du jetzt dein eigenes Restaurant? Ja, genau. Mitten in Essen-Rüttenscheid, ein ganz schönes Viertel mit alten Häusern. Kulturhauptstadt, klar. Das Folkwang-Museum ist nicht weit. Okay. Und es läuft sehr, sehr gut. Und wenn du mich noch ein paar Mal einlädst, ist super. Wie oft kommen Leute und sagen, sehr gerne, immer wieder ein Fest mit dir. Wie oft kommen Leute und sagen, bringen Sie uns das Essen singenderweise? Ja, das sagen schon einige. Wir haben am Valentinstag haben wir so ein schönes Soul-Menü gemacht. Haben wir ein Soul-Menü? Genau, Soul-Snacks haben wir das genannt und hatten dazu einen Pianisten und eine Sängerin. Und ich habe dann zwischen den Gängen auch immer mal Sunny oder so ein paar Soul-Klassiker gemacht. Und es kam sehr, sehr gut an und ja, die fragen immer wieder, wann ich das nächste Mal singe. Aber du hast ja, das finde ich immer so wahnsinnig, wenn Menschen deiner Herkunft, ja, wenn die einfach nur den Mund aufmachen, dann klingt das ja schon so, so verraucht und satt und gut. Ja, das ist so. Ja, ja absolut. Ja, ja. Ich war mal in Gambia. Kennst du Gambia? Ja. Kleinstes Land in Afrika. Leider noch nie da, aber ich war in einer Bar, spätabends. Mhm. Und dann fing da Musik an und plötzlich fingen die an zu tanzen. Wenn du das einmal gesehen hast, gehst du danach nie wieder auf eine Tanzfläche freiwillig. Okay. Es ist Wahnsinn. Ja, das ist wir Wahnsinn. Aber noch nie tanzen, ne? Ja, wir beide. Nee, mit dir gehe ich auch nicht tanzen. Das kannst du vergessen. Nein, nein, da kann man nur alt aussehen. Das ist unglaublich. So. Steffen. Wie heißt das, was wir da sehen? Lecker. Lecker.de. Nein, Rehrücken auf scharfen Karotten. Mit süßer Dattel, Blaubeer, Rotweinsoße und Pfifferlingsgeröstel. Pfifferlingsgeröstel. Sehr gut. Horst hat schon probiert. Alfons greift gerade zu. Horst, was sagst du? Also, ich kam um die Ecke, guckte den Teller an und Steffen sagte als erstes, ich stelle dir mal einen Löffel zusammen. Und auf dem war einmal von allem, alles. Weil dann kann man ja auch besser beurteilen, wie was schmeckt. Super, ne? Super. Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr lecker, was es mir noch sympathischer macht. Die Anrichteweise kommt der meinen sehr ähnlich. Ja, ich dachte, Schlagplatte. Ja, weißt du, ne, aber das ist so. Ne? Ja, aber du siehst, was einfach, du hast. Ne? Es ist richtig lecker, es ist richtig lecker. Super. Richtig gut. Ja. Richtig gut. Aber der kann das auch. Ja, ja. Kompliment. Kompliment, voll. Wie hast du den Rehrücken genau gegart? Sag das nochmal für uns zum Mitschreiben. Also Pfanne heiß werden lassen, Öl reingeben, ach, zerstoßenen Wacholder, ob nur von Herrn Schuberg oder Herrn Lafer, ist egal an der Stelle. Dann das Reh mit Salz und Pfeffer würzen, also vor dem Braten habe ich es gewürzt, auch wenn das nicht so gut ankommt bei Herrn Schuberg. Angebraten, richtig kräftig von allen Seiten und dann 90 Grad im Ofen und nachher runtergegangen auf 50 Grad. Ungefähr für die ganze Zeit in der Sendung, das war ungefähr 40 Minuten im Ofen. Mhm. Sehr gut. Schön Sushi. Hat dem Reh gut getan, muss man sagen. Ja, richtig. Aber es muss ein Reh gut lecker. Richtig Hammer. Also es ist wirklich perfekt. Der Rehrücken ist perfekt. Klar, mit dem Süßen dabei. Die Karotten auch sehr, sehr schön. Auch Biss dabei. Und das Geröstel oben drüber.
Also man merkt halt, dass Steffen aus gutem Hause kommt. So. Also allerdings, allerdings, allerdings. Das ist lecker. Wirklich toll. Die Eltern. Nee, toll, toll. Voll krasser, hammermäßiger Rehrücken. Alfons, was sagst du? Kannst nicht meckern. Nein, nein, aber das ist einfach in sich stimmig. Das ist sehr würzig gemacht. Auch diese Süße mit dem Reh geht ja wunderbar. Und die Karotte ist so ein bisschen Ausgleicher. Mhm. Und das, wenn mir das Rehgröstel ist, Dünngröstel ist, das schmeckt super. Ja. Also, da kannst du überhaupt nicht meckern. Es ist in sich sehr, sehr gut gewürzt. Mhm. Am oberen Level. Und es schmeckt. Aus Amme. Aus Amme. Johann, was sagst du? Als einer, der aus einer Gegend kommt, in der es ja viel Wild und demzufolge auch Reh gibt. Steffen, du weißt. Du bist mein größter Kritiker, ja? Nein, 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 nein. Wenn der so ausholt, dann wird immer was Schwieriges. Ja. Ja. Ich hab schon Angst. Ja. Viele sagen immer zu dir Kaltfischaufschneider. Oh. Ja, viele nicht. Ja. Einer. Einer. Ja, der Hermann. Wer? Der das sagt, hat keine Ahnung von dir. Hey. Lecker! Ist gut, ja, ist gut, super. Toll. Ja, toll. Überraschung. Schwebst du ja gleich hier. Hast du noch was für die Küchenschlachtgewinner? Habt ihr jetzt alles aufgegessen? Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Na, natürlich mache ich was fertig, aber hallo. Ja, gerne Portion, ne? Ja. Zwei Portionen, wunderbar. Ja, dann haben wir im Grunde bis jetzt alles sehr gut hingekriegt und jetzt freuen wir uns auf das Dessert. Und das wird schwierig. Das wird schwierig? Ja. Vor allen Dingen gucken wir dir jetzt alle zu dabei. Genau. Johann. Was machst du? Ja, die Glasschüssel. Das Eis ist so jetzt sehr geil geworden. Ja, um sowas so hinzukriegen, Johann, brauchst du zwingend eine Eismaschine? Ja, klar. Geht ohne Eismaschine nicht, ne? Nee. Okay. Was hast du da drin? Frischkäse, Nougat. Kannst du mal so einen Anteil irgendwie sagen? Oder hast du eine Idee davon? Also so ein Grundrezept ist immer 500 Gramm Sahne, 500 Gramm Milch, ja. 4 Eigelb, 4 Eier, 200 Gramm Zucker. Aber hier ist natürlich etwas anders, weil Nougat ist schon süß. Jetzt machen wir das hier zwischen den glasierten Feigen, siehst du hier so. Wenn dazwischen so. Ich würde jetzt schon mal gucken, dass ich den Vordermann an der Jacke festhalte, um nachher schneller vorne zu sein. Mhm. So. Johann. So, und darauf kommen jetzt noch diese gebackene, dazwischen dieses krosse, gebackene Orangenscheibe mit Zucker glasiert und ausgebacken in Backteig mit dem restlichen Backpulver. Du hast wirklich alles komplett verarbeitet, ne? Alles verarbeitet. Kannst du noch mal sagen, was da alles drin war? Also, unten drunter ist eine Mascarpone-Creme mit Aprikosenmarmelade und Eierlikör. Die hast du vermischt? Die sind getränkt mit Eierlikör und ein Teil der Eierlikör ist in der Creme. Okay. Obendrauf ist das Baiser feingebröckelt. Mhm. Darüber sind die Feigen frisch glasiert mit der roten Marmelade, Vanille und Rotwein. Dazu gibt es das Frischkäse-Eis mit Nougat. Mhm. Abgeschmeckt mit Chili und mit, ja genau. Und dann gibt es dazu in Backpulver ausgebackene Orangenscheiben. So, jetzt gibt es noch Löffel. Lichter, die Eismaschine lässt uns hier, ne? Wir probieren nur die Reste im Topf. Ja. So. Haut mal rein. Alfons, hast du schon probiert? Ja, super. Ja, super. Kannst nicht meckern. Sehr gut. Wie findest du das Eis mit dem Frischkäse? Ach, sehr gut. Hast du sowas schon mal gemacht? Frischkäse, ja. Mit Frischkäse? Mhm. Eis? Johann, warum hast du das noch nie gemacht? Weil du nie Lust drauf hattest oder weil du dir das nicht vorstellen konntest? Weil Frischkäse normalerweise man nicht ins Eis macht, aber gut. Aber du sagst, du hast es schon mal gemacht. Ja, wir haben mit Frischkäse. Ziegentopfen gemacht, mit Frischkäse gemacht. Ziegentopfen? Ja, klar. Da kannst du auch Eis machen. Ja, wenn du einen Eissalon hast, musst du was helfen lassen. Dann musst du verschiedene Eissorten haben. Das ist schon klar. Aber nicht so spinnert. Aber das ist einmalig. Das ist auch die Cremigkeit. Ja, eigentlich schon, ne? Der Geschmack, die Harmonie. Das also war zu langsam. Ist großartig. Nein. Ist für unsere Gäste, Johann, oder für uns hier? Okay. Also, kannst du aussuchen. Für uns, großartig. Kannst du kaufen. Steffen, wie findest du es? Ich finde es super. Es sieht aus wie so eine richtige Wundertüte und so schmeckt es auch. Es ist aber nicht, nicht zu süß. Ich dachte erst, okay, das wird süß, aber das Eis, der Frischkäse, der Nougat, dann dieser Rotwein, die Feigen. War doch Feigen, ne? Ja. Super. Geiles Dessert. Geiles Dessert. Super, ne?
Hast du probiert hier die Orangenschalen? Ja, klar. Die Orangenschalen, Johann, sieht ja, wenn du das so isst, ist das ja so ein bisschen grenzwertig. Aber dann im Zusammenspiel, das ist spitze. Die gehen auch so. Ja, also muss man aber mögen, muss man schon sagen. Ne? Ja, das ist mir also als Koch bist du immer auf der Suche nach Sachen, die so ein bisschen extremer schmecken oder ein bisschen was anderes sind. Das ist echt eine tolle Idee. Wow. Mm. Hammer. Echt schön. Aber ich muss sagen, beim Dessert, da hätte ich am meisten Respekt vor. Ja, ist auch eine schwierige Position. Ja. Also was magst du besonders? Also mir schmeckt's insgesamt. Und ich muss echt sagen, das ist so Bewunderung auch, weil allein immer diese ganzen Grundrezepte im Kopf zu haben, das ist das Schwerste, finde ich. Und das ist wirklich die schwerste Position beim Überraschungsmenü. Weil du ja auch bei Süßspeisen musst du ja mit Rezepten sehr genau sein. Ne? Beim anderen ja nicht kann man halt irgendwie improvisieren. Ausgleichen. Mhm. Und da muss man halt schon relativ genau arbeiten, sonst geht's in die Hose. Und das ist es hier nicht. Es ist sehr, sehr lecker. Super. Horst, ist ja eigentlich genau deine Welt, oder? Wer Schicht-Nougat mag auch dieses Eis. Also hätte mir vorher jemand gesagt, man macht Eis mit Frischkäse und Nougat, hätte ich gesagt, man muss auch nicht alles probieren im Leben. Aber das ist so lecker. Super. Deswegen ist die Eismaschine jetzt schon im Fluggepäck. Ja. Nein, es ist wirklich sehr lecker. Wobei ich schon sagen möchte, also bei Johann hätte ich schon gedacht, dass das hübscher dekoriert ist. Das haben wir jetzt ein bisschen zugerichtet. Ach so, nee, das ist okay. Ja. Komm, Johann, sei ehrlich. Normalerweise machst du doch noch ein Gemälde am Teller da draus. Es sieht aus wie eine Überraschungsbox. Weißt du so? Alles von allem. Ihr Schleim. Super. Nein. Nimm dir mal ein Beispiel dran. Ja. Komm, so geht das. Genial. Aber guck dir die Schlachtplatte an. Lass dir nichts erzählen vom Lichter. Hör auf den Hänsler. Das ist super so. Du hast es vorher nicht gesehen. Ich hab das gesehen vorher. Okay. Wie heißt ich denn, Johann? Also. Wie nennen wir das denn? Surprise. Eierlikör-Tiramisu mit Frischkäse, Nougat-Eis und dazu gebackene Orangenschalen. Sehr gut. Sehr gut. Ist lecker. Also, übrigens, die gebackenen Orangenscheiben, die sind der Knaller. Das ganze Ding im Zusammenspiel ist einfach großartig. Küchenschlachtgewinner kriegen auch noch was. Freuen Sie sich jetzt zum Abschluss noch mal was richtig Gutes, ein echter Höhepunkt. Sie, meine Damen und Herren, ja, wir sind ja schon großartig gestartet und wir enden jetzt auch großartig. Nein, hat großen Spaß gemacht. Und muss man doch sagen, ne, auch so zum Abschluss noch mal resümierend, ich weiß, dass ihr Respekt vor diesen Aufgaben habt. Das ist nicht einfach, oder? Wenn da, man kann sich ja wirklich blamieren, bis auf die Knochen auch im Zweifel. Und wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es halt nicht. Und dann hat halt ein großer Sternekoch einfach auch mal... Nee. Das ist die Realität auch für die Menschen zu Hause. Die haben nicht jeden Tag im Kühlschrank alles. Die müssen aus dem, was sie haben, was machen. Das ist auch unsere Aufgabe. Oder? Ja, aber du läufst natürlich trotzdem Gefahr, dass es schief geht. Kreativität. Und es gibt Tage, da bist du super drauf. Und manchmal fällt dir gar nichts ein. Aber ein Profikoch in der Liga muss das kennen. Absolut, ja. Zumindest muss ihm was einfallen. Und wir haben wir schön gesehen heute, wie dann nochmal diese Reispuffer, die echt kompliziert waren, da nochmal anders einfach eingesetzt und schon kriegt das dann plötzlich so einen Wumms. Ne? Irgendwie. Einen Wumms. Also, was ich schön finde, ist, dass ausnahmsweise heute war das ja verdreht. Mainz sah auf einmal richtig schön aus. Ja, ja. Und das war hier mal dann nicht mehr so der Fall. Dafür schmeckte euer so wie sonst meins. Ja. Lecker. Also. In diesem Sinne. Ich darf mich sehr herzlich bei euch bedanken. Alfons Schubeck, Horst Lichter, Nelson Müller, Steffen Hensler und Johann Lafer, meine Damen und Herren. Dankeschön für den Besuch in der Sendung. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht und am nächsten Freitag sehen wir uns wieder. Wenn Sie durch. Bis dahin. Danke. Tschüss. Danke.